Es ist der 2. Mai 2012, morgens um 16:30 Uhr. Wenige Stunden trennen uns vom Start zur Expedition «Das blaue Wunder – River 2012» von Ernst Bromeis. Zahlreiche Journalisten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz, Vertreter von Schweiz Tourismus und Graubündenferien, schnüren in diesen Minuten ihre Schneeschuhe, um den fast zweistündigen Weg zum Thomassee, der Rheinquelle, in Angriff zu nehmen. Honecker, dir hat es Ernst Bromeis zu verdanken, dass er wirklich wunschgemäß im Thomassee starten kann. Wie hast du die Bedingungen angefunden hier? Also mal grundsätzlich nicht mir allein. Es waren meine Kollegen natürlich auch, weil so allein geht das nicht. Wir haben hier natürlich noch Hochwinter um diese Jahreszeit und dementsprechend ist der See zugeschneit, zugefroren, weil wir auch einen sehr kalten Herbst hatten und dementsprechend mussten wir hier eine Lösung finden, dass Ernst ein bisschen Wasser findet, haben wir hier den Schnee abgetragen, Eis ausgesägt und ausgeschaufelt. So hat er jetzt eine Möglichkeit, einige Meter zu schwimmen. Es ist zwar nicht wahnsinnig tief, aber mehr war einfach nicht möglich. Ich denke, so in einer Stunde oder zwei, wenn ich vielleicht das erste Mal so ein bisschen auch alleine bin, wenn ich auch ein bisschen zu mir selber finde und dann so selber runterlaufen darf und dann die erste Wasserberührung dann anschließend nach der Quelle, spätestens dann in Ilanz und auf all die Begegnungen auch mit den Menschen und den Rhein kennenzulernen, auf das freue ich mich sehr. Das ist natürlich ganz toll, wenn jemand wie Ernst Bromeis da den Rhein runterschwimmt und wir das nutzen können, ihn begleiten können, ihm das Ganze möglich machen können, damit wir auf das Land, auf die Quelle des Rheins und auf die Reinheit des Wassers hinweisen können. Wichtig ist für uns aber vor allem die Botschaft für rund 40 Millionen Menschen, die entlang des Rheins wohnen, auch zu zeigen, woher der Rhein ursprünglich kommt, woher das Wasser kommt, an dem sie leben. Und ich denke, da wird der Thomassee sicher auch eine Rolle spielen dabei. Ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich losgeht nach all dieser großen Vorarbeit. Und andererseits bin ich nervös, habe auch ein bisschen Zweifel, ob alles dann wirklich auch funktioniert. Aber es ist eine Expedition und ein Abenteuer und ich bin glücklich, dass wir am Originalstart sind, wirklich an der Quelle und nicht am Reservestart irgendwo unten im Tal. Also die Zeichen stehen auf gut.